Und die da sehen so aus, als ob sie gleich aufstehen. Na, steht ihr auf? Aua. Jetzt habe ich mich aufs Lesen von der Karte konzentriert, ohne darauf zu achten, was vor uns ist. Und zwar steht hier eine mahnende Statue. Bayeris, entschärf das mal bitte. Hier könnte ich einen Fledermäuse. Was schon einen Flimflam gebrauchen. Na gut. Aber ich sehe hier so gesehen nicht wirklich was. Warum ist es jetzt auf einmal hell geworden? Jetzt wird es wieder dunkel. Naja, also hier ist nur eine mahnende Statue. Auch immer die sein soll. Ach so, die da. Dann gucken wir uns mal die andere Seite an, aber ich denke mal, wir dann folgt mir mal. Schicken Feires vor. Und auch sie tappt in die Falle. Feires braucht garantiert definitiv mehr Sinnesschärfe, die wir nicht geben können. Kann sie wieder runter und ich mach den Anführer wieder. Und auch hier ist nichts weiter außer einer leeren Gruft. Kommen gleich wieder Fledermäuse. Gut, dann denke ich, haben wir keine andere Wahl, als hier lang. Auch wenn die Untoten hier genau so aussehen, als ob sie gleich aufstehen. Und ich höre definitiv was fressen. Oh, Mist. Fuhle. Fuhle sind gar nicht gut. Fuhle sind definitiv nicht gut. Von allen Untoten mag ich Kunde am wenigsten, neben den Untoten, die intelligent genug sind zu reden. Vernichte die Ghule. Gut, das waren ein paar Ghule. Aber das waren nicht die einzigen, oder wie? Hier geht's links und rechts weiter. Wie groß? Naja, so groß ist es gar nicht. Was? Puh, Falle entschärfen. Würde ich ja schon wieder Ghule fressen. Nochmal drei Ghule. Und davon verfolgt mich einer. Ja? Kann Feires mir gleich helfen, den zu erledigen. Ja. Orgrim und Koano können die anderen beiden erledigen.
Feuerzauber wäre hier praktisch gegen Untote. Und die machen so laute Geräusche, die Viecher. Au, au, au. Boah, nur stirbt mir. Da kommt gleich noch ein Ghoul. Und noch einer. Ja. Komm schon. Iris und Falcon können sich um den Hinterhof kümmern. Kuan und ich kümmern uns um den anderen. Naja, Iris und Falcon waren schneller, weil Falcon einfach ziemlich hart zuschlagen kann. So. Hier ist nur ein leerer Sarkophag und sonst eine Urne und sonst nichts. Aber ich zertippe hier keine Urnen. Ich verteile keine Toten auf dem Boden. Gucken wir mal kurz dieses Emblem an. Na gut. Steht dazu was im Questlog? Nein. Ein Loch in der Wand, das sollten wir gucken, dass wir das irgendwie verschließen. Ich weiß gerade gar nicht, wie Ghule hier in dem Spiel sind. Also in den Dungeons & Dragons Spielen sagt man Ghule ja nach, sie wären mal Menschen gewesen, die Leichen fressen und sind deswegen zu Ghulen geworden. Ob das hier so ähnlich ist, kann ich jetzt gerade nicht bestätigen. Aber es kommt mir schon fast ein bisschen so vor. So, machen wir die Runde hier doch. Woher kommen so viele, auf einmal so viele von ihnen? Ja. Warum sind da auf einmal so viele Ghule? Ja. Ist Quano gefallen? Ja, Quano ist gefallen. Ich heile mal die ganze Gruppe am besten. Achtung! War ihr! Weil das sieht definitiv nicht gut aus. Warum zur Hölle sind so viele Ghule hier? Warum töten die uns so schnell? Leute, das wird jetzt hier nichts mehr. Und ich denke, bevor ich weiterspiele, mache ich hier einen Cut. Und dann lade ich nachher nochmal mein letztes Quicksave neu. Das hier. Das war vor 6 Minuten. Und dann versuchen wir das Ganze nochmal ein bisschen mit mehr Gefühl. Aber ich denke, ich mache jetzt hier erstmal einen Schnitt. Und dann sehen wir uns nachher gleich nochmal an derselben Stelle wieder. Oder nochmal am Grufteingang. Also bis dann.